Wer hat Pablo Escobar verraten? Junior Pablo Escobar packt aus. Pablo Escobar, der berüchtigte König des Kokains, war ein äußerst gerissener Krimineller. Aber warum sollte Pablo, der so vorsichtig war, so leicht aufgespürt werden? Hat er einen vermeidbaren Fehler gemacht? Könnte er tatsächlich verraten worden sein? In diesem Video werde ich die Aussagen von Pablos eigenem Sohn verraten, um die Widersprüchlichkeiten in der offiziellen Darstellung der Jagd auf Pablo Escobar aufzuzeigen. Sehen Sie sich das Video bis zum Ende an, um herauszufinden, wer den reichsten Kriminellen der Geschichte verraten hat, was zu seinem Tod führte. Der Untergang und die Vorbereitungen zu Escobars Tod begannen mit dem Bombenanschlag auf den Avanca-Flug 203. Escobar veranlasste die Bombardierung des Fluges, um Cesar Gaviria zu beseitigen. Cesar Gaviria war der Nachfolger von Luis Carlos Galán, einer politischen Persönlichkeit, die Escobar ermordet hatte, weil er ihn 1984 aus der Politik geworfen hatte. Der Avianca-Flug 203 wurde auf Escobars Befehl hin erfolgreich bombardiert. Aber Cesar Gaviria verpasste zufällig den Flug, sodass das Attentat fehlschlug. Allerdings waren unter den 107 Menschen, die bei der Bombardierung getötet wurden, 2 Amerikaner. Dies gab Amerika einen Vorwand, sich Escobar zu fangen, der den USA alle möglichen Schwierigkeiten bereitet hatte. Daraufhin schlossen sich die USA mit Anti-Escobar-Bürgerwehren und rivalisierenden Bandmitgliedern zusammen. Sie finanzierten auch eine von Kolumbianern geführte Miliz namens Search Block. Alles in dem Bestreben, Escobar zu fassen. Cesar Gavirias Regierung ging ebenfalls gegen Escobar vor. Der Druck wurde immer größer und der Drogenbaron musste etwas tun, um sein Imperium zu erhalten. Er begann, mit der Regierung zu verhandeln. Schließlich wurde eine Einigung erzielt. Escobar sollte sich ergeben und seine kriminellen Aktivitäten einstellen. Im Gegenzug würde er eine reduzierte Strafe und günstige Haftbedingungen erhalten. Wie vorteilhaft seine Gefangenschaft sein würde? Nun, es stellte sich heraus, dass es eine Menge war. Im Jahr 1991 stellte sich Pablo Escobar den kolumbianischen Behörden und wurde nach La Catedral gebracht. La Catedral war im Grunde Escobars persönliches Gefängnis, und zwar ein luxuriöses noch dazu. Es verfügte über einen Jacuzzi, einen Wasserfall, einen Fußballplatz, ein riesiges Puppenhaus und eine Bar. Währenddessen wurde seine Familie von einem Ort zum anderen gebracht, wobei sie nie zu lange an einem Ort blieb, um ihre Sicherheit zu gewährleisten. La Catedral war für Escobar nur dem Namen nach ein Gefängnis, aber es schmälerte immer noch seinen Einfluss. Seine Verbündeten starben oder verließen ihn. Viele glaubten, dass Escobar den Krieg verloren hatte, selbst unter seinen eigenen Leuten Ränge. Trotzdem war Escobar aufgrund seiner Verbindungen und seines kriminellen Imperiums immer noch sehr mächtig. Die Regierung konnte also nichts unternehmen, um seine Aktivitäten zu unterbinden. Er ordnete immer noch Morde an, leitete sein Kartell und führte seine Männer hinter den Mauern von La Catedral an. Die Medien griffen Escobars fortgesetzte Aktivitäten auf und die Regierung beschloss, ihn in ein konventionelleres Gefängnis zu verlegen. Escobar erfuhr jedoch im Voraus von dem Plan und flüchtete. Von da an lebte er bis zu seinem Tod im Verborgenen weiter. Die offizielle Version von Escobars Tod lautet wie folgt. Pablo Escobar versuchte vor der Polizei zu fliehen. Als Escobar zu fliehen versuchte, kam es zu einer Schießerei. Während des Gefechts wurde er erschossen. 2-mal angeschossen. Dann durchschlug eine 3. Kugel seinen Kopf und tötete ihn auf der Stelle. Aber welche Behörden haben Escobar erschossen? Nun, sowohl die kolumbianischen als auch die nordamerikanischen Behörden behaupten, Escobar getötet zu haben. Escobar war sehr berühmt, da seine kriminellen Aktivitäten, obwohl nicht bewiesen, öffentlich bekannt waren. Es ist also kein Wunder, dass sowohl die kolumbianischen als auch die nordamerikanischen Behörden als diejenigen bekannt sein wollten, die einen so prominenten Kriminellen getötet haben. Diese widersprüchlichen Informationen werfen einen Schatten der Unsicherheit über die gesamte offizielle Darstellung von Pablo Escobars Tod. Wir können jedoch einen Teil der Wahrheit in der offiziellen Darstellung finden. Der Fakt, von dem wir wissen, dass er unzweifelhaft ist, ist, dass Escobar am 3. Dezember 1993 getötet wurde. Die Behörden hatten ihn endlich gefunden, nach 6 Monaten ununterbrochener Bemühungen und 100 Millionen Dollar, die für seine Verfolgung ausgegeben wurden. Sie fanden ihn im Haus seiner Tante in Medellin versteckt. Die größere Frage ist jedoch, wie die Behörden ihn tatsächlich gefunden haben.
Pablo war ein äußerst vorsichtiger Mann, weshalb er sich den Behörden so lange erfolgreich entziehen konnte. Im Grunde genommen war er uneinholbar. Für die Behörden war es fast unmöglich, Escobar zu fassen, da er über enorme Ressourcen und starke Verbindungen zu einflussreichen Personen hatte. Nach offizieller Darstellung wurde Escobars Aufenthaltsort anhand eines Anrufs ermittelt, den er mit seinem Sohn führte. Innerhalb einer Stunde standen die Behörden vor seiner Haustür und versuchten, ihn zu verhaften, was schließlich zu der Schießerei und dem Tod von Escobar führte. Aber es gibt ein ziemlich großes Problem mit dieser Geschichte. Escobar hasste Telefone. Das war eine Tatsache, die er seinem Sohn oft erklärte, indem er sagte: "Nutze kein Telefon, weil es den Tod bedeutet." Wie wir bereits erwähnt haben, war Pablo Escobar extrem vorsichtig. Er war sich bewusst, dass Telefongespräche leicht zurückverfolgt werden können. Tatsächlich hat er viele seiner Feinde ausgeschaltet, indem er ihre Telefongespräche zurückverfolgte, um ihren Standort zu ermitteln. Er war sich also bewusst, dass ein Anruf bei seinem Sohn ein großes Risiko darstellen würde. Es wäre das Letzte, was er je tun würde, während er aktiv versuchte, sich vor seinen Feinden und den Behörden zu verstecken. Außerdem nannte Pablo während des Anrufs seinen Namen und bat darum, mit seinem Sohn sprechen zu dürfen. Dies bedeutet, dass er sich selbst identifiziert hat, was seine Position weiter gefährdet hat. Aber warum hat er so etwas getan? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir zunächst einen genaueren Blick auf das Familienleben des Kokainkönigs werfen. Im Alter von 27 Jahren lernte Pablo Maria Victoria Henao kennen. Sie verliebten sich ineinander und begannen ein Leben als Paar. Sie bekamen 2 Kinder, einen Jungen namens Juan Pablo und ein Mädchen namens Manuela. Pablo hatte eine tiefe Liebe zu seiner Familie. Obwohl er im Laufe seines Lebens mehrere außereheliche Beziehungen hatte, betrachtete er immer noch nur seine Kinder von Maria als seine eigenen. Er verbrachte so viel Zeit wie möglich mit seinen Kindern. Er sorgte auch dafür, dass seine Kinder jeden erdenklichen Luxus genießen konnten, mit großen Villen, in denen sie leben konnten und dass für all ihre Bedürfnisse gesorgt wurde. Juan Pablo trug nie zweimal die gleichen Kleider. Manuela erhielt einmal ein Einhorn zum Geburtstag, das in Wirklichkeit ein Pferd mit Flügeln und einem angehefteten Horn war. Das Pferd starb später an einer Infektion, aber Pablo machte seinen Kindern auch klar, in welcher Art von Geschäft er tätig war. Juan Pablo, der später seinen Namen in Sebastian Marroquin änderte, sagte in einem Interview, sein Vater habe ihm gesagt, dass er ein Bandit sei, als Juan gerade 7 Jahre alt war. Die Kinder wussten sehr wohl, dass ihr Vater ein Krimineller war. Im Alter von 12 Jahren versuchte Juan, seinen Vater zu ändern und ihm zu sagen, dass er diese kriminellen Aktivitäten nicht machen müsse, aber Pablo wollte sich trotzdem nicht ändern. Bei einer Gelegenheit rief Escobar den damals 8-jährigen Juan in sein Zimmer und begann ihm die Wirkungen der einzelnen Drogen zu erklären. Er zeigte ihm die Drogen, von denen er sprach, die auf dem Tisch lagen, und erklärte ihm die Gefahren dieser Drogen. Auf seine eigene verdrehte Art und Weise klärte Pablo seinen Sohn über die Gefahren von Drogen auf. Es ist klar, dass Pablo seine Kinder sehr liebte und sich um seine Frau kümmerte. Er brachte ihnen sogar bei, wie sie sich selbst umbringen können, falls sie gefasst werden sollten, damit sie nicht von den Folter durch den Feind sterben. Die Methode, die Pablo ihnen beibrachte, war ein Kopfschuss in den Kopf vom rechten Ohr aus. Ein wichtiges Detail, das man sich merken sollte. Während der Gefangenschaft von Pablo in La Catedral war seine Familie ständig in Gefahr. Nachdem er geflohen war, versteckte Pablo seine Familie in La Casa Azul. Es war ein sicheres Haus, das er vor einiger Zeit gebaut hatte. Juan erinnert sich, dass sein Vater sie in dem sicheren Haus zurückließ, als Pablo von seiner Familie Abschied nahm, ohne es zu wissen. Juan sagt, dass es das erste Mal war, dass er seinen Vater weinen sah. Escobar sagte zu seiner Familie, dass er sie finden würde, egal wo sie sind. Nachdem Pablo untergetaucht war, versuchte seine Familie in die USA und nach Deutschland zu fliehen. Aber beide Male wurden ihre Versuche von der Fahndung aufgehalten. Da sie keine andere Möglichkeit hatten, mussten sie in ein Hotel umziehen, das für sie sehr unsicher war. Dort rivalisierende Kartelle, die es auf Pablos Blut abgesehen hatten und mehr als bereit wären, seine Familie zu töten, um ihn zu vertreiben. Pablo wusste das nur zu gut. Je mehr Tage sie dort verbrachten, desto größer wurde die Gefahr, in der sie sich befanden. Seinem Sohn Sebastian Marroquin zufolge rief Escobar ihn in diesem Moment an. Sebastian wusste, dass der Anruf zurückverfolgt werden konnte, also legte er auf. Aber sein Vater rief weiter an. Von außen betrachtet schien dies ein dummer Fehler, aber Sebastian glaubt das nicht. Seiner Meinung nach war es ein Akt der Aufopferung.
Pablo wusste, dass seine Familie in Sicherheit wäre, wenn er gefasst werden würde. Die Anrufe waren ein Akt der Aufopferung, um seine Familie, seine geliebten Kinder, zu retten. Die Polizei verfolgte die Anrufe nach Medellin zu dem Haus von Escobars Tante. Pablo wohnte dort zusammen mit seinem Leibwächter. Diese Theorie von Pablos Sohn steht im Einklang mit seinen Taten. Escobar wusste wahrscheinlich, dass die Behörden ihn durch die Anrufe aufgespürt hatten. Dennoch ist er nicht geflohen, obwohl er etwa eine Stunde Zeit hatte. Er saß und wartete. Außerdem ließ er sich durch ein offenes Fenster von einem verdeckten Fahnder beobachten. Pablo hatte sich entschieden, sich zu verraten, um das Leben seiner Familie zu retten. Als die Behörden eintrafen, rannte Pablo über die Dächer davon. Dann wurde er erschossen. Nach Angaben von Sebastian Marroquin wurde Pablo jedoch weder von den kolumbianischen Behörden noch von den nordamerikanischen Behörden getötet. Er behauptet, sein Vater habe tatsächlich Selbstmord begangen. Für diese Behauptung gibt es gute Beweise. Escobar hatte eine Menge Feinde und er hatte keine gute Behandlung zu erwarten, wenn er gefangen genommen wurde. Der dritte, tödliche Schuss spricht ebenfalls für diese Theorie. Pablo wurde in den Kopf geschossen. Die Schusswunde befand sich am rechten Ohr, derselben Stelle, an der er seiner Familie beigebracht hatte, sich durch Schüsse zu töten, um der Gefangennahme zu entgehen. Sebastian Marroquin sagt, dass sein Vater sich wahrscheinlich selber umgebracht hat, um der Folter im Gefängnis zu entgehen. Letztendlich war die Person, die Escobar verriet und seinen Aufenthaltsort verriet, niemand anderes als Escobar selbst. Und die Person, die den König des Kokains tötete, war auch niemand anderes als der König des Kokains selbst.